Schalömchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa an der Version 1.16.3. Es werde Licht. Geil, oder? Dem Modder, der den Content Manager entworfen hat und Ilya Yusupov heißt, dem ist es gelungen, dass Assetto Corsa mehr als nur eine Lichtquelle unterstützt. Er hat so ein Reshade-Paket rausgebracht, vorgestern glaube ich schon oder vor ein paar Tagen. Auf jeden Fall habe ich gestern Abend erst davon erfahren und habe jetzt ein paar Minütchen Zeit, um euch das vorzustellen. Und ich bin einfach hin und weg. Ich bin so baff. Ich hätte niemals geglaubt, dass es in Assetto Corsa möglich sein wird, das hier zu tun. Scheinwerfer an und ich beleuchte jemanden. Denn normalerweise kann in Assetto Corsa nur die Sonne Dinge bescheinen oder der Mond. Also es gibt Modder, die haben andere Night-Mods oder Nacht-Mods schon rausgebracht. Allerdings war es da immer nur der Mond, der Sachen bescheinen konnte. Also die haben das so gemacht, dass eben die Sonne zu einem Mond wird, dass aber die Scheinwerfer in der Nacht auch nicht funktionieren. Das heißt, die Rennstrecke wurde einfach von dem Mondlicht beschienen. Und da gibt es schon ziemlich lange Mods dafür, aber es war bislang noch nicht möglich, dass das hier funktioniert. Und das finde ich sagenhaft geil. Ich bin hier mit dem Mazda MX-5 Cup auf Brands Hatch. Ich habe 11 Gegner geladen, das kriegt mein PC gerade noch so hin in der Nacht. Also es ist unglaublich rechenintensiv. Ich zeige euch nachher, wie ihr die Mod aktivieren könnt. Ihr braucht auf jeden Fall den Content Manager dazu, wenn ihr nicht allzu viel rumfummeln möchtet. Ich kann euch den anderen Weg nicht zeigen, denn ich habe das mit dem Content Manager gemacht. Da kann man von der Homepage von dem Ilya Yusupov gleich das über den Content Manager installieren lassen. Geht total einfach. Dann braucht man noch einen Wetterfilter, so einen Post-Process-Filter und dann kann man schon loslegen. Also es geht rucki-zucki, super einfach und ja, es sieht für Assetto Corsa-Verhältnisse mega geil aus. Also, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es jemals möglich sein wird. Die Frames gehen jetzt natürlich beim Start in den Keller, wie immer. Jetzt habe ich 101 Frame. Vielleicht seht ihr es links unten. Manchmal sieht man die Anzeige, manchmal nicht in den Videos. Ich habe die KI auf 90% gestellt, dass ich hier ganz gemütlich rumcruisen kann mit denen. Und zack, so geil. Es sieht so gut aus. Gefällt mir richtig geil, auch wie die Tafel da oben beschienen wird vom Licht. Sensationell. So geil. Ich hätte nie damit gerechnet. Das Gras an der Seite sieht jetzt natürlich ein bisschen bescheiden aus und natürlich kommt es nicht an Project Cars ran, aber ich glaube, ich muss noch mit dieser Mod unbedingt auf die Nordschleife und die in der Nacht fahren mit funktionierenden Scheinwerfern. Ja, und ihr seht, es sieht jetzt nicht so hübsch aus, wenn ich nah ranfahre. Aber wenn man jetzt alleine auf der Nordschleife unterwegs wäre, dafür hat die Zeit übrigens nicht gereicht, deswegen bin ich hier nur eine Runde auf Brands Hatch unterwegs. Ja, dann kann sich das schon sehen lassen. Die Scheinwerfer werden jetzt hier auch kumuliert, also je mehr Licht aufeinander trifft, desto stärker wird der Effekt. Nicht ganz realistisch, aber ja, wie gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass es das gibt und sieht schon geil aus, einfach in der Nacht zu fahren und das hier machen zu können. Ich lasse mal die anderen wieder vorbei und gehe mal hier raus in die Außenperspektive. Jetzt wird mein Mazda beleuchtet von hinten. Und wenn die dann wechseln gleich, die Jungs, dann wird es auch dunkel. Schauen wir mal. Ja, das übliche Assetto Corsa-Problem, die wollen jetzt nicht vorbei. Na, jetzt der eine noch. Genau, jetzt werde ich dunkel. Und zack. Geil. Geiler Scheiß einfach. Das kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Ah, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ah, niemals hätte ich es für möglich gehalten, um das zum 10.000. Mal zu wiederholen. Ich freue mich so. Einfach ein geiler Scheiß. Es geht nicht anders. Also kann man nicht anders sagen. Für alle, die jetzt von so Spielen wie Project Cars kommen oder Forza und Gran Turismo und wie sie alle heißen, ja, klar, da gibt es schon Ewigkeiten. Aber in Assetto Corsa hieß es halt immer, dass die Sonne die einzige Lichtquelle sein wird. Und hier hat es jetzt ein Modder geschafft, wenn auch noch in den Anfängen. Aber er hat es geschafft, dass andere Fahrzeuge oder alle Fahrzeuge, die auf der Strecke sind, Objekte bescheinen können.
sagt man eigentlich so dazu? Ich sag lieber beleuchten, da fühle ich mich sicherer. Wir sehen uns gleich wieder in meinen Ordnern und im Content Manager, dann zeige ich euch, wie man die Mod zum Laufen bringt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Um nun in Assetto Corsa in der Nacht mit Scheinwerfern fahren zu können, geht ihr am besten folgendermaßen vor. Folgt zunächst mal den beiden Links in der Videobeschreibung. Ihr kommt dann zu den beiden Seiten hier. Wir fangen mal an mit der ersten von Ilya Yusupov, der auch den Content Manager entworfen hat und für die Lichtquellen-Mod zuständig ist, also für die Mod, die es uns ermöglicht, dass Assetto Corsa mehrere Lichtquellen unterstützt. Ihr scrollt dann einfach hier runter, bis ihr den Punkt findet, Install using Content Manager. Ihr könnt hier auch ältere Versionen der Mod runterladen, aber natürlich nehme ich die neueste, denn hier sind schon einige Sachen gefixt worden. Ich finde es toll, wie minutiös der Modder das Ganze hier auflistet und wie viel Transparenz er an den Tag legt. Also wie offen er einfach kommuniziert und mitteilt, was er so alles macht. Finde ich richtig stark, macht er beim Content Manager auch. Also da erscheint dann immer ein Changelog. Wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann öffnet sich eine Seite. Wenn ihr hier auf Install klickt, dann öffnet sich dieses Fenster, falls es sich nicht automatisch öffnen sollte. Ihr klickt dann einfach hier drauf, der Content Manager öffnet sich und lädt die Dateien herunter. Das geht recht fix, da die Dateien nicht so groß sind. Dann hier wieder auf Installieren klicken. Wenn ihr das macht, dann kommt dieser ganze Patch hier rein in den Ordner oder in diese Struktur Content und Mods. Und dann müsst ihr einfach hier nur noch auf Enable klicken, also auf Aktivieren. Und dann kann die Mod laufen. Also dann können die Scheinwerfer in Assetto Corsa andere Dinge beleuchten. Das haben wir jetzt erstmal ermöglicht. Ich lösche das nur mal kurz, dass ich es nachher nicht vergesse, denn ich habe die Mod ja schon. Und dann brauchen wir noch den passenden Nachtfilter. Und da folgt ihr einfach diesem zweiten Link. Der führt zu diesem Google Drive. Und dann könnt ihr euch einfach den Ordner hier runterladen. Ich habe den immer gesichert. Ich habe hier einen Ordner gemacht. Nachtmod nennt sich der. Und da sind die beiden Patches oder die beiden ZIP-Dateien jetzt drin. Und jetzt kann ich einfach hier aus dem Night-ZIP-Ordner diese Post-Process-Filter einfach in den passenden Ordner in Assetto Corsa rein kopieren oder entpacken. Dann sieht das Ganze so aus. Hier ist er. Und dann muss ich den nur noch im Content Manager unter Drive auswählen. Zeige ich euch auch noch kurz. Also wenn ich jetzt hier auf Drive bin, dann ganz wichtig, dass ihr hier auf Mods geht und hier diesen Filter da wählt. Dann habt ihr nämlich die Nacht. Wenn ihr vergesst, solch einen Filter zu laden oder anzuklicken, dann fahrt ihr einfach tagsüber in Assetto Corsa und es sieht nicht sehr schön aus. Die Scheinwerfer funktionieren dann trotzdem und können Dinge beleuchten. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, einfach ein anderes Wetter zu laden. Aber wie gesagt, es sieht nicht so gut aus. Es soll ja für die Nacht sein. Ja, ich hoffe, euch hat es was gebracht, mein kleines Video. Und wünsche euch viel Spaß in der Nacht in Assetto Corsa. Ich freue mich schon riesig auf meine erste Runde auf der Nordschleife. Da werde ich euch dann auf jeden Fall wieder mitnehmen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!